Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Mission Millionär, und heute besprechen wir das nächste Kapitel aus dem Buch Weltsystemcrash von Mark Sotte. Und diesmal habe ich das Buch richtig herum, und zwar befinden wir uns mittlerweile im Kapitel 6, der Abstieg der Mittelschicht. Habe ich gestern am Wochenende, am Samstag noch und am Sonntag durchgearbeitet kurz und mir einige Notizen dazu gemacht. Hier möchte ich mal einige wenige Punkte herauspicken und gleich mal knallhart mit dem Thema Gewohnheitsschleifen anfangen. Gewohnheitsschleifen. Ja. Hierzu eine kleine Anekdote, wieder mal aus der Urzeit, denn was uns über die Jahrhunderte und die Jahrtausende hinweg sozusagen in der Evolution des Menschen in unserer Geschichte geprägt hat, das verfolgt uns leider nach wie vor aktuell völlig logisch. Ja. Und eine Gewohnheitsschleife ist zum Beispiel, dass wenn wir damals, wo wir noch in kleinen Grüppchen lebten, vor 10.000 von Jahren, wenn zum Beispiel alle hier im Dorf, ja, auf einen Schlag, oder wenn wir unterwegs waren auf der Jagd, auf einen Schlag losgelaufen sind, ganz schnell, dann haben wir dadurch überlebt, indem wir einfach hinterhergelaufen sind. Einfach blitzschnell laufen, ohne uns lang Gedanken zu machen, ohne uns lang umzudrehen, warum eigentlich laufen alle Leute jetzt in diese Richtung. Und dadurch haben wir eben überlebt. Ja. Und letztendlich war dann irgendwie ein Säbelzahntiger, der einer hat den halt erkannt, und der ist als erstes losgelaufen, und die Schnellsten, die sind dann halt sozusagen, die sich nicht lange Gedanken gemacht haben, nicht lange umgeschaut haben, sind dann entkommen. Und derjenige, der sich erstmal Gedanken gemacht hat, na, was ist denn da los, warum laufen denn die Leute alle in eine Richtung, schaut sich um, zack, ja, zu spät, gefressen. Und dieses Muster in unseren Genen sozusagen über die Jahrtausende sozusagen eingeprägt, das Verhaltensmuster unterbewusst, ist leider immer noch präsent, sehr stark präsent, und diese Veranlagung, die wir alle Menschen in uns tragen, nennt sich den Herdentrieb. Das ist unser Herdentrieb, ja. Und was hat das jetzt mit Börse zu tun? Logischerweise, ihr wisst es vielleicht sogar schon, dass es häufig so ist, dass wir einfach genau das tun, was alle anderen auch tun. Was auch richtig sein kann aber auch falsch sein, wenn wir zu den Letzten gehören, die da einfach noch mitziehen. Das heißt, wenn wir sozusagen, wenn 90-95% unserer Gruppe sich bereits auf dem Weg in eine Richtung befindet und wir sozusagen zu den letzten 5% der Gruppe gehören, dann ist es ganz ähnlich wie damals vor Zehntausenden von Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir vom Säbelzahntiger gefressen werden. Deswegen ist es wichtig, dass du dich möglichst früh mit diesen Themen, Finanzkrise, was kann im Jahr 2020 bis 2023 alles passieren, all diese Bücher, die ich dir hier unten verlinke, möglichst früh und zeitnah beschäftigst, also nicht erst auf nächstes Jahr sozusagen verschieben und oder nächste Woche oder nächsten Monat, sondern möglichst zeitnah, möglichst jetzt. Und es ist einfach so, dass wir hier einige wichtige Punkte hier herausgepickt werden. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz zum Thema Zinsen was sagen. Es ist halt so, dass die Nullzinspolitik natürlich, beziehungsweise die sogar die Negativzinspolitik, die ja aktuell stattfindet, einen ganz wichtigen Unterschied hat zu allem, was jemals in der Weltgeschichte stattgefunden hat. Dass es ein Experiment ist, das noch nie vorher durchgeführt wurde. Also es ist ungefähr so, wie wenn Elon Musk zum ersten Mal eine Rakete entwickelt, ja, die bis zum Mars geht. Ja? Elon Musk, nehmen wir mal an, das ist ja sein großes Ziel, er hat jetzt endlich diese Rakete entwickelt. Und er ist der Erste der Menschheit, der diese Rakete dann losschießt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete erstmal abstürzt? Ne? Relativ hoch, weil er noch nie jemals vorher dieses umgesetzt hat und dadurch auch keine Erfahrungen sammeln konnte. Und gemäß dem Gesetz der Trial and Error, also Fehler machen, daraus lernen, besser machen, ja,
ist die Wahrscheinlichkeit eben entsprechend groß, dass es in die Hose geht. Und wir machen jetzt zum ersten Mal dieses Experiment von Null- und Negativzinsen. Tja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie in die Hose geht? Wahrscheinlich, ja, es gibt auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit. Und es gibt hier einige Sachen zum Beispiel, die sich, weil das Kapitel heißt ja, letztendlich der Abstieg der Mittelschicht und letztendlich mein Kanal hat ja viel damit zu tun, denn ich bin davon überzeugt, dass die Mittelschicht, ja, so wie wir sie kennen oder in meiner Generation, sozusagen die 80er, 90er, also mit anderen Worten, wenn du da studiert hattest, ja, deswegen habe ich damals auch noch das Abi nachgeholt, wollte unbedingt studieren, weil ich habe gesehen, jeder in meiner Firma, ich habe für einen Autozulieferer damals gearbeitet, jeder in meiner Firma hier irgendwie, der ein Studium hat, der hat einen sicheren Posten, hat ein cooles Gehalt, kann sich locker ein Auto, ein Motorrad, zwei Urlaube und noch eine kleine Segelboot davon leisten, ja, und vielleicht noch 3 bis 4 Kinder. Na? Und die Zeiten sind eben vorbei. Ja? Das, was der damals verdient hat vor 25, 20 Jahren, ja, heute ist nicht mal mehr die Hälfte wert. Ja? Der gleiche Ingenieur, der gleiche Diplomkaufmann. Und das ist eben letztendlich die Enteignung, oder sagen wir mal die Spaltung der Gesellschaft. Und ja, die Mittelschicht, so wie ich sie noch kenne oder meine Generation, wird es vielleicht in 10, 20 Jahren gar nicht mehr geben. Und das ist natürlich eine Sache, die niemand weiß. Aber man sollte auf jeden Fall mal sich das bewusst machen und auf jeden Fall auch bewusst machen, welche Maßnahmen denn man ergreift für sich selbst, du und ich, ja, um eben letztendlich nicht in diesen, wenn es also quasi, das ist die Gesellschaft und das ist das große Mittelfeld, ja, auf dessen Wohlstand letztendlich Deutschland, ja, so ist, wie es ist, relativ sicheres Land, also wer das nicht glaubt, der muss mal ein bisschen rumreisen in der Welt, sehr sauberes Land, extrem sauber teilweise, und so weiter und so weiter. Und wenn das eben wegfällt, ja, und unten dann das eben riesengroß wird und oben ein paar wenige fallen, gehen nach oben rein, ja, und oben wird es vielleicht ein klein bisschen größer, unten wesentlich größer und dazwischen dann gar nichts mehr. Das heißt, da ist nur eine fette Mauer wahrscheinlich und oder ein Spalt, ja. Und das ist eben letztendlich das, wo wir uns alle Gedanken machen müssen, wo wollen wir denn sein in 10 oder 20 Jahren, besonders wenn du jetzt noch jünger bist, 20, 30 Jahre. Ganz besonders dann solltest du dir Gedanken darüber machen. Und ich weiß, wie schwer es ist, denn als ich 20, 30 Jahre war, hatte ich alle möglichen Flausen im Kopf, nur nicht, was passiert in 20 Jahren. Ja? Mich hat interessiert, was passiert nächsten Montag, nächsten Samstag, nächsten Freitag. Ja? Meine nächste Backpacking-Tour hat mich vielleicht interessiert. Ja? In welches Hostel werde ich mich denn zum nächsten Spring Break einmieten? Ja? Solche Dinge haben mich interessiert. Und das macht das Ganze natürlich sehr hart für viele junge Leute, aber ich denke, in Deutschland sind wir da auf einem guten Weg. Ja, hier mal ganz kurz nur ein paar Fakten rausgepickt. Na, ich habe jetzt natürlich durchgearbeitet und zum Beispiel, nur mal hier, ja, für diejenigen, die zum Beispiel irgendwelche Studiengebühren in Deutschland bezahlen müssen, ich rede jetzt davon so von um die 1.000, 2.000 Euro pro Semester oder im Jahr. Meine Nichte, meine Neffen, die studieren jetzt gerade in Augsburg, die müsste ich eigentlich mal fragen, wie viel das kostet. In den USA hat man errechnet, steht auch so im Buch geschrieben, dass ein komplettes Studium, alles drum und dran, um die 101.000 Dollar, also das ist eine Zahl mit 6 Ziffern, ja, sechsstellig, 101.000 Dollar, so viel Geld sparen sich die meisten, so in Deutschland haben noch nie so viel Cash auf einen Haufen gesehen. So viel kostet in den USA ein ganz stinknormales Studium. Und in den USA ist es eigentlich schon so, dass wenn du, oder es war schon immer so, dass ein Studium, ja, mehr oder weniger Grundvoraussetzung dafür ist, dass du überhaupt zu irgendwas wirst. Ja, da gilt Studium, es ist noch viel wesentlicher, also sozusagen genießt noch eine viel höhere Anerkennung, oder ich sag mal, es ist eine Grundvoraussetzung, besser so besser, ja, es ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt irgendwo einen Job zu bekommen, ja, das war schon immer so, wobei bei uns ist mehr so, ein bisschen zweigeteilt war immer, wenn du eine gute Berufsausbildung hattest, warst du eigentlich auch immer gut versorgt, ja. Und es ist nach wie vor vielleicht noch so, aber da drüben
brauchst du ein Studium, ja. Und das heißt, jeder Student, der seinen ersten Job antritt, hat schon mal 100.000 Euro Schulden. Meistens sind die Eltern damit noch mit, hängen damit drin, nichtsdestotrotz. Und du darfst eines nicht vergessen, was verdient denn so ein Durchschnittsgraduate, heißt es da drüben, also ein Durchschnittsabgänger von der Universität? Verdient er 100.000 netto im Jahr? Nein. Verdient er 100.000 brutto im Jahr? Auch die wenigsten, ja? Die allerwenigsten. Die ersten gehen erstmal in so ein genanntes Graduate Scheme. Ja, das ist erstmal ein Trainee-Programm für in der Praxis, weil die kommen ja frisch von der Uni, haben eigentlich keinen Plan. Ja, und das geht in der Regel auch mal ein bis zwei Jahre in der Regel, egal, je nachdem, was du machst, ja. Teilweise sogar noch länger. Ich rede jetzt gar nicht von den ganzen Medizinern und Juristen und so weiter, weil die müssen sowieso noch mal viel länger studieren. Ich rede jetzt von ganz normalen Diplomkaufleuten, Ingenieuren, so das große Mittelfeld, ja. Und in diesen zwei ersten Jahren, da verdienst du mal so 30.000, 35.000 Dollar im Jahr. Also das heißt, mit anderen Worten, der verbraucht schon mal seine ersten 5 bis 10, je nachdem wie er sich finanziell aufstellt, seine ersten 5 bis 10 Jahre, bis er, wenn jemals, er diesen Studentenkredit abbezahlt. Kurz gesagt, die Studentenkredite in den USA sind auf einem Rekordhoch, ja. Und das sind nicht die einzigsten Kredite. Und man darf eines nicht vergessen zur Mentalität der, also ich liebe die Amerikaner, ja, sind wirklich top. Also wenn du dann nur nie drüben warst, geh mal rüber. Und ich finde es eigentlich total schade, dass ich da so selten dort bin. Das ist so ein aufgeschlossenes Volk, besonders in den Küstenstädten. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, das ist ein Riesenland, ne? Das hast du unterschiedlichste Typen dort. Aber natürlich, ja, Florida, Kalifornien, New York und so, ne? Also das ist natürlich top. Seattle ist auch cool und Toronto, Kanada. Aber was die halt auch, also die machen sich nicht so viel Gedanken über Schulden, ja? Also mit anderen Worten, und die bekommen auch schneller welche. Also da ist es eigentlich gang und gäbe, dass einer mit fünf bis sechs Kreditkarten in der Hosentasche rumläuft, ja? Und wenn die eine eben nicht mehr funktioniert, nehme ich halt die andere und so weiter. Ne? Und das geht eben nur so lange gut, bis als dass die Bonität halt einigermaßen stabil ist, in Anführungsstriche. Und wenn halt irgendwann mal eine kleinste Kleinigkeit, eine kleinste Disruption ist im Kreditmarkt, na, dann sind halt wieder ganz viele, sozusagen fallen wieder nach unten durch. Das ist das, was ich vorhin gerade beschrieben habe. Das passiert natürlich in den USA mindestens so stark wie hier, wahrscheinlich noch viel stärker. Und dass halt einfach in der Mitte immer mehr Leute rausfallen und ganz wenige nur nach oben aufsteigen. Es gibt natürlich immer mehr, proportional mehr Millionäre jedes Jahr, auch in den USA ganz besonders, als wie noch vor 10 Jahren. Aber es gibt eben auch viel mehr Leute, die eben dann einfach nicht mehr in der Mittelschicht sind. Und die Mittelschicht ist immer das, was ein System oder was eine Gesellschaft insgesamt in seinem Wohlstand trägt. Ja, quasi das Geldsystem und den Geldkreislauf einigermaßen gesund aufrechterhält, ja, sodass wir alle irgendwie nicht nur so ein kleines Eckchen von der Stadt irgendwie alles super top ist und der Rest ist irgendwie ein Slum, sondern so wie es halt leider in vielen Großstädten halt auch ist, ja, in den USA, sondern dass wir einfach eine coole Stadt haben insgesamt, so wie München nach wie vor noch, ja, Gott sei Dank. Berlin ist da schon wieder ein bisschen anders, ja, und ja, auf jeden Fall, long story short, Zimmer. Ich wollte dieses Video auch nicht zu lange machen. Holt euch dieses Buch hier, ja, ich verlinke euch hier unten. Könnt ihr es bei euch bei Amazon bestellen, ganz schnickschnack, schnell. Und da gibt es noch eine Menge coole weitere Kapitel, die ich demnächst noch besprechen werde in dieser Buchbesprechung. Relativ ausführlich, finde ich aber wichtig. Auch einige Tipps, wie du dich dann aufstellst, ja, was so die beste Geldanlage für 2020 und darüber hinaus für dich auch sein könnte, würde ich gerne mit dir diskutieren, besprechen. Also wenn du da deine eigene Meinung dazu hast, bereits im Vorfeld oder das Buch schon gelesen hast und eine eigene Meinung dazu entwickelt hast, die auch gerne konträr ist und Kritik an dem, was ich sage oder an dem, was Max Otte sagt, dann ist es wichtig, dass du dir immer für unterschiedliche Meinungen einholst, ja. Nie nur ein Buch liest oder nur einem irgendwelchen Propheten, Guru oder Experten folgst, ja, oder Fondsmanager, sondern möglichst viele und aus dem
aus dem kumulativen Wissen von vielen, ja, dir deine eigene beste Meinung und Strategie zusammenbaust. In diesem Sinne habe ich hier unten mindestens so an die 5, 6, 7 momentan Top-Bücher, die ich alle durchgearbeitet habe, verlinkt. Hole sie dir selbst und dann schauen wir wieder beim nächsten Video, was da auf uns zukommt. Bis dahin, Daumen hoch und hier oben hast du gleich das nächste Video. Bis dann, dein Thomas Klein und ciao.